Lena träumt, was die Zukunft ihr bringt. Von der Freiheit im Wind, von der Sonne am Meer. Von dem Paradies, das sie liebt, das sie niemals hergibt. Und sie freut sich so sehr auf das, was Lena heute noch erleben wird mit ihrem wilden Pferd. Wow! Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer schneller. Das Glück hört auf den Namen Mistral. Was macht Nico denn da? Hab Geduld. Kommt ja nicht oft vor, dass er freiwillig das Heu übernimmt. Nico! Da kommt er doch schon. Ja! Oh, oh, Karamell! Oh, oh, oh nein! Oh, bleib stehen, Karamell! Tritt auf die Bremse! Was war das? Hört doch mal. Lauf, Mistral! Achtung! Ihr lauft genau auf die Felsen zu! Ganz ruhig! So. Cut! Hast du nicht mitbekommen, dass wir hier drehen, Schätzchen? Nein, Entschuldigung. Aber wart mal, bist du nicht Cindy Costa? Mhm. Jetzt hast du's kapiert. Und das gerade eben war ein Stunt. Deinetwegen darf ich ihn jetzt wiederholen. Alles in Ordnung, Lena? Oh, guten Tag. Aber das ist doch... Korrekt, ich bin's. Und du, wer bist du? Nico, der Obercoole. Und ich, Angelo. Oh. Tut mir leid, dass ich wütend war. Aber wir quälen uns mit diesem Stunt seit heute Morgen. Dein Pferd ist ja super schnell. Und ein bisschen wild. Man sollte ihm nicht zu nahe kommen. Und deins? Ist das ein englisches Vollblut? Er ist wunderschön. Cindy! Hm? Auf Position! Wir machen weiter! Sollen wir den ganzen Tag mit der Szene vergeuden? Wir drehen meinen neuen Film, Wildes Herz. Möchtet ihr zugucken? Klar! Ja. Wir drehen meinen Stunt zu Ende. Natürlich nur, wenn eure Freundin mich lässt. Treffen wir uns hinterher alle am Set? Und das sind meine anderen Pferde. Ich trenne mich nie von ihnen, auch nicht, wenn ich drehe. Aber sobald es passt, bin ich wieder zu Hause auf der Ranch. Du hast eine Ranch? Wir auch. 50 Hektar samt jeder Menge Wildpferde. War mein Geburtstagsgeschenk. Hm. Und gehst du zur Schule? Ich habe einen Privatlehrer, aber meine Leidenschaft gehört den Pferden und dem Film. Das ist mein Leben. Ich möchte niemals was anderes tun. Cindy, geh auf deine Position. Das Team wartet schon. Ich komme ja. War nur eine kurze Pause. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen noch 3 Einstellungen drehen. Na los, alles auf Position. Ach, viel zu lachen gibt's ja nicht gerade mit dem Typen, oder? Er ist der Regisseur des Films. Außerdem der Produzent, mein Manager und nebenbei auch noch mein Vater. Wir lassen dich lieber allein, sonst kriegst du noch Ärger. Nein, wartet doch. Bleibt hier. Ich würde gern eure Meinung zu meinem Stunt hören. Hey, ja. Oh. Jetzt mal. Ja. Hey. Ich bring's. Naja, sie hat alles, was man zum Star braucht. So, ist im Kasten. Hat's euch gefallen? Total. Aber dieser eine Schauspieler, ich sehe da eher so einen blonden jungen Mann. Muskulös, gut aussehend. Ich bevorzuge Schwarzhaarige. Und du, Angelo? Was hältst du von dem Stunt? Naja, du bist richtig gut in deinem Metier. Ganz großes Kino. Und das war noch nicht alles. Die nächste Szene ist ein Höllenritt quer durch den Wald. Das ist die Strecke. Nicht schlecht. Nicht schlecht? Machst du Witze? Diese Strecke habe ich höchstpersönlich für meinen Stunt ausgesucht. Ich wollte damit nur sagen, dass diese Strecke nicht allzu schwer zu reiten ist. Sollen wir das überprüfen? Oder fühlst du dich der Sache vielleicht nicht gewachsen? Doch, gerne. Gut, also dann. Wir folgen dem Verlauf mit den Hindernissen bis zu der großen Eiche. Angelo, magst du das Startzeichen geben? Sehr gern.
Fertig? Lauf, Mistral! Dann schlage ich vor, dass wir am Ziel auf Sie warten. Los, schneller! Hey! Ach ja, stimmt. Er mag es nicht, wenn man ihm zu nahe kommt. Apropos, stehst du schon lange auf Angelo? Ich? Überhaupt nicht. Wir sind Freunde, mehr nicht. Umso besser. Ich persönlich finde ihn nämlich unheimlich süß. Ja! Lauf, wir müssen sie einholen. Oh. Hey, na, Angelo? Du hast ja einen Stein im Brett bei Cindy. Hä? Ich bitte dich, Blondie, was erzählst du da? Hast du es nicht mitgekriegt? Sie hat sich doch sofort auf dich gestürzt. Finde ich auch. Sie geht ziemlich ran. Wir sind da. Unentschieden. Bravo, Lena. Echt, ich hätte es kaum besser machen können. Und das ohne die Strecke zu kennen. Du warst genauso gut wie Cindy. Der Assistent hat mir verraten, dass du dich im Wald rumtreibst. Was soll das hier werden? Glaubst du, du hast Zeit, dich zu amüsieren? Ich amüsiere mich nicht. Ich übe den nächsten Stunt mit meinen neuen Freunden. Deine neuen Freunde? Hallöchen. Wie auch immer, ab zum Set. Sofort. Du bist nicht allein bei diesem Dreh. Es gibt ein Team, das ich bezahlen muss. Er ist nie zufrieden. Oh je. Man hat's nicht leicht als Star. Schon, obwohl, bemitleiden muss man sie auch nicht gerade. Sie hat alles, was sie will. Na schön, wie dem auch sei, wir müssen das Heu reinbringen. Und wir sollten uns beeilen, sonst wird's noch dunkel, bevor wir fertig sind. Ganz schön gemein von Angelo, uns mit all der Arbeit einfach allein zu lassen. Naja, Cindy hat ihn gebeten, ihr die Gegend hier zu zeigen. Und niemand kann Cindy widerstehen. Hm. Aber wo ist Nico? Oh, ich bin getroffen, Kapitän. Oh, bringt die Mission ohne mich zu Ende. Oh, ich muss sterben. Sagt meinem Motorroller, dass ich ihn geliebt habe. Lebet wohl. Hä? Autsch! Jojo, hast du nicht gesehen, dass ich tot war? Hilf uns lieber, du Schauspieler. Jetzt mal im Ernst, Mädels. Wie fandet ihr mich denn? Wahnsinn. Es ist einfach umwerfend schön hier. Das ist genau der Ort, von dem ich geträumt habe, als ich das Drehbuch geschrieben habe. Ich muss hier unbedingt drehen. Ich glaube, daraus wird nichts. Diesen Ort hier wollen wir so bewahren, wie er ist. Aber genau darum geht's, Lena. Es ist die Art von Refugium, die meine Hauptfigur braucht. Hier, lies einfach mal das Drehbuch. Du wirst sehen, eure Ranch passt haargenau zur Geschichte. Du musst einfach ja sagen, Lena, ich bitte dich. Ich entscheide hier nicht alleine. Was haltet ihr davon? Und du? Es scheint ihr sehr am Herzen zu liegen. Ja, selbstverständlich. Ein Traumdrehort mit einem Traumschauspieler. Mir. Für mich wär's okay. Meinetwegen. Mir soll's recht sein. Wie sieht's aus? Seid ihr einverstanden? Unter der Bedingung, dass Mistral niemals gefilmt wird. Super Sache. Wollen wir das gleich ein bisschen feiern? Und? Ist das Drehbuch gut? Gut? Es ist einfach genial. Es ist richtig gut geschrieben. Die Freundschaft zwischen der Heldin und ihrem Pferd, die ist toll geschildert. Und der Moment, als es von den Schmugglern entführt wird, das ist so traurig. Wow, das klingt aber toll. Finde ich auch. Echt gut, ja? Aber ja doch, es ist bloß das. Alles, was Cindy anpackt, ist einfach perfekt. Ich fühle mich wie eine Null dagegen. Eine Null? Du? Irgendwie schon. Cindy stellt etwas dar. Sie dreht Filme, sie schreibt Drehbücher, sie macht ihre Stunts selber. Sie ist eine erstklassige Reiterin. Sie ist ein Star und ich... Und du? Du bist Lena. Ein super tolles Mädchen. Und du hast richtig tolle Freunde, die immer für dich da sein werden. Also mach dich nicht verrückt. Komm lieber tanzen. Wow. Nicht übel, Cindy. Und jetzt der Chef. Und... Oh.
Ja. Check, check. Ich bin Nico, der Chef der coolen Gang. Ich reite so schnell, da macht der Schall Bang. Ja. Genau. Musst du schon gehen, Cindy? Ja, ich habe morgen einen schweren Tag. Macht ohne mich weiter. Tolle Party gestern Abend. Vor allem mit tollen Tänzerinnen. Und einem tollen Tänzer. Stimmt's, Nico? Oh. Nico? Ah. Beim Wappen meiner Vorfahren. Mein treues Schlachtrost ist verletzt. Ich hab mir mein wertes Bein eingeklemmt. So muss ich denn sterben, Freunde. Lebet wohl. Pass auf, Nico, dein Pferd verliert Öl. Jetzt mal ernsthaft, war schon besser, oder? Habt ihr diese Intensität gespürt? Hä? Das war stark. Was ist das für ein Zeug? Und, der Kran steht. Kamera 2 kommt darüber, okay? Habt ihr die Fotos schon? Wir hatten besprochen, dass sie erst nachmittags kommen. Wo sind unsere Pferde? Da, sie haben sie in der Grotte untergestellt. Ich bin hier, meine Hübsche. Es geht los, nächste Szene. Bewegung! Und schafft mir dieses Pferd aus dem Bild. Es ist alles gut, Mistral. Mach dir keine Sorgen. Da kommt sie schon. Gut. Hallo, Freunde. Tut mir leid, mein Vater wollte unbedingt früher anfangen, um die Verspätung im Drehplan aufzuholen. Aber all diese Geräte und Scheinwerfer, nur für die paar Aufnahmen? Keine Panik. Am Anfang ist immer alles beeindruckend. Aber man gewöhnt sich ziemlich schnell daran. Letztendlich hat sie bestimmt recht. Was soll's, wir müssen einfach cool bleiben. Dann können wir die Show auch genießen. Hey, Kinder, entfernt euch aus dem Bild und nehmt die Pferde mit. Komm, Mistral, ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Der ganze Lärm und diese Hektik. Ich werde die ganze Zeit bei dir bleiben. Hab keine Angst. So, Lena, kannst du Mistral wegbringen? Wir müssen jetzt endlich drehen. Ich tue, was ich kann, okay? Man kann's auch übertreiben. Ihr hättet auf uns warten sollen mit dem Aufbauen. Dann hätten wir alles vorbereitet und die Pferde wären weg. Ich sagte schon, dass es mir leid tut. Aber jetzt wartet das Team. Also bring Mistral bitte weg. Wenn du es nicht hinbekommst, kann ich's übernehmen. Wenn du von Pferden mehr verstehen würdest, wüsstest du, dass man so nicht mit ihnen umgeht. Hey, pass mal auf. Ich reite, seit ich 6 bin. Also erspar mir die Belehrungen. Ist ja gut, Mädels. Beruhigt euch. Lena hat recht. Dein Vater hätte uns fragen müssen, wenn er früher aufkreuzen wollte. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Schaff diesen Gaul weg. Ich sag das nicht noch einmal. Nein. Nicht. Wartet. Was passiert denn jetzt? Durch. Gut, ich kümmere mich um ihn. Na, komm her, mein Süßer. Du wirst schon sehen, wer hier das Sagen hat. Cindy! Aus dem Weg! Keine Sorge, ich mach das. Nein! Vielen Dank, Angelo. Es ist jetzt vorbei. Mist. Wir haben ihn gefunden. Er ist auf der Wiese bei den anderen. Wie geht's Cindy? Sie hat sich am Handgelenk verletzt. Aber das scheint ihren Vater nicht zu beunruhigen. Na, Spitze. Deinen letzten Stunt können wir ja jetzt wohl vergessen. Du hast mir den Film vermasselt. Das hast du wirklich toll hinbekommen. Du denkst nur an deinen Film und an deinen Drehplan. Ich bin dir vollkommen egal. Ich hasse dich.
Verzeih mir das von vorhin, Lena. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Und du, Miss Drei, verzeih mir bitte auch. Ich war so im Stress. Tut mir leid. Cindy hat nichts gegen dich, weißt du? Sie steht so unter Druck wegen der Dreharbeit. Du bist toll. Im Vergleich zu dir fühle ich mich wie eine Null. Eine Null? Du? Machst du Witze? Du lebst an einem so herrlichen Ort mit Mistral. Du hast echte Freunde. Du hast alles, was ich mir wünsche. Es ist witzig, weil... Du das Gleiche von mir gedacht hast? Zu Anfang, ja. Aber ich habe dein Drehbuch gelesen und verstanden, dass es deine Geschichte ist. Dass du wie deine Heldin bist. Einsam. Ich beneide euch so sehr, dich und deine Freunde. Und, hat dir mein Drehbuch gefallen? Ich kann's nicht weglegen. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Aber meinetwegen können wir sie jetzt vergessen. Vielleicht auch nicht. Was? Diesen Stunt kriege ich hin, das weiß ich. Glaubst du, du hast das Niveau dazu, Kleine? Mehr als das. Sie ist eine erstklassige Reiterin. Allerdings will ich sicher sein, dass mein Pferd im Film nicht zu erkennen sein wird. Das könnte man hinbekommen, wenn man von Weitem filmt. Dazu ein paar Nahaufnahmen von Cindy. War schön. Dreh fertig in einer Stunde! Du wirst in Cindys Film mitspielen! Meine Freundin wird in Cindys Film mitspielen! Aber du weißt schon, dass es bloß ein Stunt ist. Komm schon, das ist die Geburt einer Legende. Lena und Mistral in Wildes Herz. Demnächst in ihrem Kino. Okay. Und, was ist das für ein Stunt? Ah ja, sowas in der Art. Sicher, dass du das machen willst? Naja, im Drehbuch schien es nicht ganz so hoch zu sein. Ich weiß, dass du das kannst, Mistral. Und danach gehört die Ranch wieder uns allein. Wir werden zusammen sein, so wie in Cindys Film. Ich vertraue dir. Wir werden es schaffen. Alles okay, Lena? Nicht so viel Lampenfieber? Naja, schon ein bisschen. Niemand zwingt dich. Wenn du dich nicht danach fühlst, dann... Nein, ich sehe die Szene schon vor mir. Deine Heldin entkommt endlich den Schmugglern. Wenn sie auf der anderen Seite der Brücke ist, weiß sie, sie kann das Pferd für immer behalten. Wow, man könnte glauben, meine Figur im Film zu hören. Ja, das Ende hat mich sehr berührt. Weißt du, Mistral und ich haben auch Angst, getrennt zu werden. Angelo hat es mir erzählt. Er spricht viel von dir. Offenbar hat Mistral mir verziehen. Dreh fertig in genau 5 Minuten! Komm mit uns, Cindy. Du schaffst das, Lena. Du hast auf jeden Fall das Niveau. Und wenn ein Starlet wie ich das kann, dann du erst recht. Genau. Und im schlimmsten Fall, wenn du nicht mehr magst, dann versuch ich's mit einer Perücke. Das Double soll sich fertig machen. Na los, Mistral. Wir sind jetzt dran. Alles auf Position. Bitte Ruhe. Kamera ab und Action. Ich wünsche dir Glück. Lena! Meine Schuld. Ich hatte Angst und habe ihn zurückgehalten. Wir sollten das bleiben lassen. Es ist so gefährlich. Cindy hat recht. Dir könnte was ganz Schlimmes passieren. Nein. Ich habe mich dazu verpflichtet und ich werde es schaffen. Wir machen es nochmal. Alles auf Anfang. Warte. Ich will dir was sagen. Was denn? Ich bin bei dir, meine Lulu G. Mach dir keine Sorgen, Angelo. Ich hab's verstanden. Sie allein ist deine Lulu G. Vielleicht könnten wir aber gute Freunde sein. Hier. Achtung! Es geht weiter! Bitte Ruhe! Kamera ab! Und... Action! Na los! Toll, toll, Lena! Vorwärts! Ist alles im Kasten.
Ich danke euch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Du bist die Beste, Lena. Das feiern wir. Auf zu Ranch! Oh, aber nein, Karamell. Doch nicht Kommst da lang. Du, Cindy? Was ist denn? Worauf wartest du? Willst du dich nicht amüsieren? Du hast es dir mehr als verdient. Ich habe dich lieb. Vielen, vielen Dank, Papa. Ich habe dich auch lieb, das weißt du. Ja. 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 Du warst klasse, Lena. Vielen Dank. Na, Freunde, es geht mit mir zu Ende. Ein Werwolf hat mich gebissen. Oh, nun ruft mich die Finsternis. Lebet wohl. Oh nein! Ohne dich beleidigen zu wollen, ich glaube, es gefällt mir besser, wenn du tanzt. Brauchst du für deinen nächsten Film nicht einen Tänzer? Check, check. Nico und sein Mikro waren beim Leben Herzen dabei und sind so froh. Check, 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 check. Hey, hey. Ja. Wow. Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer schneller. Das Glück hört auf den Namen Mistral. Wow! Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal.